junkfoodtaster.com, and this is tasting 2168. It's about the Rusty Chips, Chips Cracker, Hot Tomato Style. Yes, this is a chips label by the Lidl supermarket. Let me know whether you have this one in your country as well. Okay. So, here's a nutrition table. Protein is 6%, sugar 12, fat 9. Not that bad. It's potato based, so most of it's potato powder, potato starch, wheat flour, sunflower lecithin. Alright. Tomato powder. Made in Germany. So let's do it. And here go the crackers. I don't know how hot it will be. Normally, if it's in totally hot, they have a warning. It smells funny. Mm-hmm. Yeah, really tastes like tomato. I like the crunchiness. Yeah. So if you like hot stuff, go for it. It has a really interesting tomato flavor. I would say juicy, but there is no juice, like vegetably. Okay, and it's a nice cracker feeling, so I think not that salty. How many salt is in here? One % natrium or something. Yeah, nothing more to say basically. What's your favorite crackers? Yeah, it's a cracker, Rusty Chips, Lidl. Hot tomato style. Sind sehr schmackhaft. Es brennt so mittel, also es brennt nicht wirklich schlimm so. Es geht schon. Aber man muss natürlich auch scharf, weil wer scharfes total nicht ab kann, sollte davon die Finger lassen. Und es hat so einen wunderbar gemüsigen, das ist jetzt ein Wort, das habe ich erfunden, das nehmen sie hoffentlich irgendwann in Duden auf. Es hat so einen wunderbar gemüsigen Tomatengeschmack drin. Ja, und es ist ein schöner Cracker, wunderbare Konsistenz. Ja, was ist denn das technische Wort, das Bruchverhalten? Ja, sagen, es bricht nicht zu krass, nicht zu soft. Ja, das ist ein gutes Produkt. Ja, wer hat es auch gekostet? Aber das ist das Coole an No-Name-Produkten. No-Name-Produkte sind manchmal wirklich, oder sogar manchmal oftmals, sehr gut. Und halt preisgünstiger. Ja, diese Packung Cracker hat 85 Cent gekostet. Ist das preisgünstig? Ja, ich bin ja nicht die Preisberatung. Guckt in die Kommentare. Gut, das war die Folge. Danke fürs Zusehen.